Was geht ab, Freunde? Die Stelle kennt ihr aus dem letzten Video, denn genau hier geht es wieder weiter. Worüber ich diesmal erzählen werde, Freunde, worüber wollte ich jetzt eigentlich erzählen? Das war so spontan, dass ich jetzt auf dem Bike sitzen kann und ein paar Motovlogs machen kann. Ich habe Stable vermisst und da hat er gesagt, Junge, du setzt, gestern Abend meinte er das, du setzt dich jetzt auf die Maschine, du setzt dich morgen auf die Maschine und bringst jetzt einfach Vlogs. Die Leute warten darauf. Die wollen wieder deine Motovlogs haben. Ja, und so kam es dann dazu, dass ich jetzt auf dem Moped von Hard Rider sitze, der gerade in Hamburg ist. Ja, natürlich in der schönsten Stadt der Welt, das habe ich jetzt in jedem Video gesagt. Sitzt gerade mit Blackout im Studio und ich bin mit seinem Baby hier unterwegs. Sehr, sehr vorsichtig. Vielleicht hat es der eine oder andere schon gesehen, ich bin im Rain-Modus unterwegs. Heißt, die Maschine ist, glaube ich, auf 100 PS oder so gedrosselt und alle Helferlein sind aktiv. Da ich ja 9 Monate nicht gefahren bin, will ich da jetzt einfach nicht gleich drauf losballern. Leute, fast hätte ich es vergessen, das Intro. Wir erzählen gleich nach dem Intro weiter. So, da sind wir wieder. Das Intro muss sein, ihr feiert ja mein Intro, also habt ihr schon immer gefeiert mit der weißen Ducati. Das wird sicherlich umgeändert. Mit blutenden Herzen muss ich das leider einsehen, dass das Intro dann mit der neuen Maschine verändert werden muss. Jetzt kommen wieder Spoiler, wird es 10 keine 1098, wer weiß. Wer weiß. So. So. Freunde, ich weiß nicht mehr, worüber ich erzählen wollte. Deswegen wird das so ein bisschen random. Wir werden einfach mal so ein bisschen drauf losreden. Beziehungsweise ich werde ein bisschen drauf losreden. Endlich mal wieder Emotionen rauslassen. Digga! Wie ich es vermisst habe. Oh. Jetzt habe ich meine Schnurrbarthaare im Mund. Lecker. So. Ach ja, jetzt weiß ich, worüber ich erzählen wollte. Und zwar, warum ich im Rain-Modus bin. Den einen oder anderen wird es ja aufgefallen sein. Ich will jetzt einfach nicht so krass ballern, weil generell will ich in der Stadt nicht so krass ballern. Habe ich ja auch nicht gemacht. Also vorne, für euch wird sich in den kommenden Videos nicht viel ändern. Ich werde jetzt weder zum geisteskranken Motovlogger mutieren, noch werde ich zu den Vorzeige-Motovlogger werden, Vorbildfunktion und an erster Stelle und alles konform und hast nichts gesehen. Nein, auch natürlich, ja, alles zu einem gewissen Maß, aber das werdet ihr alles in den Videos selber sehen. Wow! Alter, diese Beschleunigung, wie ich das vermisst habe. Wie ich das vermisst habe. Ich fühle mich gerade wie Tom Hanks, der im Film, wie heißt er, nicht Lost, sondern da, wo er auf einer einsamen Insel strandet, wo sein Flieger abstürzt, wo er mit seinem Ball Wilson Feuer macht und dann rumschreit, ich habe Feuer gemacht. So fühle ich mich gerade, Freunde. Ich bin gerade stolz wie Oscar, Digga. So, wir fahren definitiv jetzt noch 1-2 Runden. Ja, ehrlich zu sagen, kommt es mir gerade nicht so sehr darauf an, ein Video zu machen, was inhaltlich und korrekt ist, so das, was ich jetzt sage und auch wie es im Endeffekt chronologisch passt oder nicht passt, darum geht es gerade nicht. Es geht einfach nur darum, dass ich endlich wieder Motorrad fahre, weil es ist für mich das schönste Gefühl, Freunde. Es ist so schön, wieder Motorrad zu fahren. Es ist unbeschreiblich. 9 Monate, Junge, 10, bist du bescheuert oder was? Warum? Warum? Warum, Freunde, hier, Patte, Para, Money oder so wie ihr es noch nennen möchtet, da hat es gescheitert. Ich mache jetzt aktuell wieder, wie vor einem Jahr auch, diesmal 2 Jobs, aber der ein oder andere Jobs hat es in sich. Ich habe noch meinen Vollzeitjob, was ich euch nicht verraten möchte. Aber ich habe, wo ich eine freie Zeiteinteilung habe, ob ich jetzt am Tag 3 Stunden arbeiten will oder 10 oder 12, je nach Auftragslage.
ist halt je nach Auftragslage und mache in der Zeit, wo ich einfach Luft habe, wo vielleicht jeder andere eine Pause einlegen würde, fahre ich noch, kuriere ich noch. Ja, ich fahre und kuriere mit einem Kastenwagen, so ein Opel Combo, hier eingeblendet. Ja, das mache ich dieses Jahr, um mir mein neues Moped zu finanzieren. Jetzt werden Fragen aufkommen. Fink, du hast doch dein Motorrad verkauft, du hast doch dafür genug Geld bekommen. Ja, stimmt, Freunde. Aber wie ich in einem Statement-Video auch erzählt hatte, leider kommt es im Leben manchmal zu Situationen, wo man liquide Mittel, sprich Geld braucht. Und das war genau zu dem Zeitpunkt, wo ich mein Motorrad verkauft habe. Und ich in sehr kurzer Zeit sehr viel Geld gebraucht habe und sehr viel Geld von dem ausgegeben habe. Da will ich jetzt auch nicht mehr drauf eingehen, denn das sind sehr private und sehr familiäre Sachen, weil sich in meiner Familie sehr viel zu dem Zeitpunkt verändert hat. Also ich meine jetzt nicht mit meiner Familie, meine Frau und Kinder, denn ihr wisst, Zink ist weiterhin wie im letzten Jahr auch Single. Kinder habe ich nicht, eine Frau erst recht nicht. Naja, das ist aber ein anderes Thema. Auf jeden Fall Familie, Geschwister, Mama, Papa und alles, was noch zu der Familie halt gehört im ersten Grad. Ja, und ich brauchte dringend ein Auto, habe mir dann den Alfa Romeo GT gekauft, wie ihr auch den Verkauf mitbekommen habt. Somit ist sehr viel Geld fast zu, na was heißt fast, 80%, 90% sind dann halt wieder weg gewesen von dem Geld, was ich da noch über hatte. Und da Zinki auch kein Spitzenverdiener ist und hart für sein Geld arbeiten muss, hat er jetzt wieder einen Zweitjob. Und zwar kuriere ich wieder in Hamburg. Der ein oder andere hat mich schon dabei gesehen. Ich mache auch daraus kein Geheimnis. Letztes Jahr, als ich mir die weiße 1098 kaufen wollte, die Ducati, habe ich ja noch Pizza-Lieferservice gemacht um Renault Twizy. Den Renault Twizy, den blende ich euch jetzt mal hier ein. Das hat ein TS-Kollege von mir erstellt, der liebe Loki. Der ein oder andere wird ihn aus meinen Livestreams kennen. Ja, letztes Jahr im Twizy, dieses Jahr im Kastenwagen Geld schaffeln für die Leidenschaft, die wirklich Leidenschaft, aber verdammt geil ist. So, in dem Sinne, Freunde, wisst ihr jetzt Bescheid, dass ich wieder aktiv am Arbeiten bin. Über 12 Stunden. Es ist jetzt auch keine Laberei oder so. Es ist jetzt auch nicht, ich tue jetzt so, als hätte ich kein Geld und möchte von euch Spenden haben. Nein, nein. So soll es auf gar keinen Fall klingen. Ich möchte euch, also ich kläre euch einfach nur mal auf, wie es aktuell bei Zinki ausschaut. Na? Und zwar gehe ich selber für mein Geld arbeiten, was ich auch machen muss. Ansonsten kommt auch keine neue Maschine. Ich weiß, dass die Zink Army, die hinter mir steht, sehr loyal ist, immer hinter mir stehen wird, solange ich euch gegenüber loyal bin und ehrlich und offen bin. Aber ich werde mich niemals in finanzieller Hinsicht darauf beruhen oder verlassen, dass die Community hinter mir ist und das schon alles regelt. So, wie gesagt, Kurierjob ist da. Wir haben jetzt 20.44 Uhr, sollte man langsam zurück. Harzi muss ja noch ganz in den Harz zurückfahren. So weit ist es nicht. In Zukunft wollen wir uns auch wieder öfters treffen. Wie ihr wisst, war ich ja letztes Jahr Weihnachten da, Silvester da. Zuvor war er mal in Hamburg und zweimal, glaube ich, ja, genau. Also Harzi und ich sind da echt dicke Freunde geworden. Das ist schon was anderes als zu manch anderen Personen, die ich in so kurzer Zeit kennengelernt habe. Der Junge ist mir echt ans Herz gewachsen. Geht doch mal jetzt alle zu Harz, war das neue Video. Und lasst doch mal ein Herz für Harzi von Zink Army. Ja, ein Herz für Harzi von Zink Army. Richtig geil. Lasst das mal machen, Freunde. So gestehen wir Harz Rider unsere Liebe, denn ihr wisst, ich habe den Jungen verdammt gern. Auch schöne Grüße an Eike, an Harz Riders Girl. Natürlich ist sie in der Videobeschreibung. Eine wunderbare Frau, Leute. Also echt, sie ist mir auch sehr ans Herz gewachsen. Warum bin ich jetzt hier schon wieder am Rumschwärmen von Harz und Harz Riders Girl? Naja,
Danke auch Eike, sie empfängt mich immer wie ein König, wie ein Prinz, wenn ich bei dem bin. Auch die zwei Hunde, die kommen, schnuppern kurz. Ach, das ist der Zink. Gehen wir weiter, den kennen wir doch. So, in dem Sinne, Freunde, lasst Harzi da den Kommentar. Ein Herz für Harzi von Zink Army da. Dann sehen wir uns zu einem neuen Motorlog in ein paar Tagen, denn da ich ja jetzt die Maschine habe und da ein bisschen fahren kann, habe ich auch die Zeit selbstverständlich genutzt, um ein paar Motorlogs zu drehen. So, ich drehe jetzt noch eine kleine Runde und dann fahre ich auch zurück, damit der liebe Junge nicht zu spät zu Hause ist, denn das Wetter könnte jederzeit umschlagen und ich will nicht, dass er im Regen fährt. Wir drehen jetzt noch eine Runde. Wo? Das werdet ihr im nächsten Video natürlich sehen. Also, haut rein und schaltet zu einem neuen Video wieder ein, Freunde. In dem Sinne, haut rein, Zink hab euch lieb.